Hallo zusammen. Ich habe eine Diskrepanz zwischen dieser Original-Arktik und der ich nachgerüstet habe, mit der Aufheizzeit. Bei mir hat das bis zu 5 Stunden gedauert, bis das Teil warm war. Ja, das war in einem Testraum mit Wind und Gebläse. Da mache ich euch hier oben dann einen Link. Der minus 35 Grad erreicht und war vielleicht 32 Grad. Ich habe da ein bisschen mehr Gas gegeben und da hat die Batterie bei Luft freistehend, die Batterie habe ich 5 Stunden gebraucht. Wenn das dann luftruhig war, habe ich über 3 Stunden gebraucht, weil das Gehäuse, wenn das ja bei minus 30 Grad steht, gibt ja das immer Wärme ab. Aber Liontron sagt, sie kriegen das Teil in 20 Minuten warm. Ich weiß nicht, wo sie es getestet haben, aber ich muss euch zugeben, ich habe jetzt die Liontron hier, ich habe die aufgeschraubt, ich habe die Schrauben weg. Garantie ist ja auch weg, wenn ich die aufschraube. Ich weiß nicht, wo man es jetzt sieht hier. Ich habe hier die Temperatursonde. Und diese Temperatursonde habe ich bei der umgebauten Batterie zwischen die Zellen reingelegt. Und hier bei dieser Batterie ist die Temperatursonde zwischen der Batterie, hier wurde die noch angeklebt, hat sich jetzt gelöst, an der Heizung dran. Ja klar, wenn ich natürlich die Sonde an die Heizung mache, dann ist die Sonde natürlich viel schneller warm, weder wenn ich das Teil mitten rein mache. Mit dem bin ich ja dann auf 20 Minuten, was Liontron erzählt. Aber für was brauche ich dann die Heizung? Die brauche ich, um die Zellen warm zu kriegen. Das heißt, wenn ich nach meinem Verständnis, was ich vielleicht nicht habe, wenn ich die Sonde heiz, bin ich zwar schnell auf Temperatur, aber die Zellen innen drin haben dann immer noch minus 35 Grad, beziehungsweise minus 30 Grad. Ich sollte die ja über 0 Grad kriegen zum Laden. Wenn die Sonde an der Heizmatte liegt, ist zwar die Sonde warm, aber die Zellen innen drin sind nicht warm. Und wenn ich dann nach 20 Minuten anfange zu laden, sind die Zellen vielleicht auf minus 20 oder bei minus 25. Also das schadet der Batterie. Also den Zellen, so wie ich jetzt das gelernt habe. Also ich muss ja den ganzen Block zuerst warm kriegen, dass ich das Ding heizen kann. Wegen dem die Diskrepanz, wir haben eine Aussage im Kommentar von Sven Sandkuhl, dem Techniker, der sagt, in 20 Minuten ist das Ding warm. An der Messe im Video, in 28 Minuten ist das Ding warm. Ich habe 3 Stunden getestet bei stehender Luft, in dem Luftstrom bei wahrscheinlich minus 32 Grad, im großen Testraum, wo ich hier den Link mache, da hatte ich 5 Stunden, bis das Teil warm ist. Aber da wird natürlich Wärme über den Luftstrom hier abtransportiert. Aber wenn ich dann vorne und hinten heiz, wird es wenigstens in der Zelle drin auch warm. Aber das, die Sonde an die Heizung zu kleben, ist nach mir nicht gut für die Batterie oder nicht gut für die Zellen. Aber lassen wir das sehen, wegen dem die Diskrepanz, wie messe ich, wo ist die Temperatursonde, habe ich einen Luftstrom, habe ich das Gehäuse isoliert. Also von dem her, das Ding müsst ihr isolieren und
Da könnt ihr von mir aus in 2 Stunden heizen und dann erst belasten. Oder eigentlich laden, aber das ist ja nicht so, wenn denn die Temperatursonde hier an der Heizung liegt. Das war's gewesen. Hier eben den Link von dem großen Testraum von mir bei minus 35 Grad, das war eine Messe. Hier mal ein paar andere Videos über die Dientron-Batterie. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag.